Weiter geht's mit The Legend of Zelda. Dieses Mal mit dem Lizard Dungeon. Weil er aussieht wie eine Echse. Ziemlich simpel, wenn man drüber nachdenkt. 2, 3, guck. Sind das kleine Kaninchen oder was? Ach nein, das soll ein bisschen Mäuse sein. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Kaninchen hier in dem Dungeon abhängen würden. Ich meine, können sie natürlich, habe ich nichts dagegen, aber ich finde es unpassend. Ach, es wird wieder dunkel. Das ist so sinnlos, vor allem weil das. Ja gut, ich sehe die Intention. Weil man ohne diese. Ohne dieses Ding. Ohne die Lampe da wahrscheinlich aufgeschmissen ist. Dick Docker hates certain kind of sound. Das kann alles sein. Certain kind of sound. Vielleicht ist es das Schwert, vielleicht die Bombe, vielleicht. Das Schild, der Schild, vielleicht auch nicht. Ich habe mir übrigens nichts Besonderes kaufen können, weil ich arm dran bin. Ich habe nur dieses billige Einmal-Teil für 40 mir holen können. Was eigentlich mega verschwendet ist, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis in Betracht zieht. Aber ich hatte keine Lust, da irgendwie nach Rubine farmen zu gehen oder so eine Scheiße. Gut, es waren nur 10 Stück. Ach du Dongo, bitte nicht. Na, das wird bescheuert. Explodier. Aber ich muss schlagen. Alter. Oh lol. Anscheinend kann man den auch mit Bomben füttern. Interessant, interessant. Bitte Karte, sei hier drin. Nein, sie ist nicht hier drin, schade. Nur ein sinnloser Schlüssel. Was trägt diese Bombe da in sich etwa? Diese Bombe. Diese Mumie in sich. Wäre das ein Suizidattentat, wenn es eine Mumie ausführt? Ich meine, die ist ja schon tot. Irgendwas verschieben. Oder nicht? Ich werde wohl mal die Lösung fragen. Ich hätte es mir fast denken können. Danke. Bestimmt. Lol. Das ist bestimmt der gleiche Shit wie vorhin, dass es auf der anderen Seite ist. Der hat immer noch keine Wirkung, danke der Nachfrage. Oder was auch immer. Hey? Muss ich die erst besiegen? Nein, muss ich nicht. Ich muss sie nicht erst besiegen. Och man. Also das ist das, was ich hoffe. Ich muss auf jeden Fall meinen. Ich find Links Farbe gerade sehr schön. Gibt's einen Trick, die zu besiegen? Irgendwie mit Pfeil oder so? Ja toll, eine Fee. Super. Jetzt wo ich den scheiß Trank gewastet habe, kommst du mir mit einer Fee an. Jetzt wo ich den viel zu teuren Trank verschwendet habe. Jetzt geht's auf einmal. Okay. Seltsam. Äußerst seltsam. Gut, hier gibt es jetzt zwei Wege. Einmal den. Oder einmal den. Ich nehme den unteren zuerst. Hier befindet sich ein weiterer Schlüssel.
gebt ihr mir ein paar Rubine? Nein. Anscheinend geht es hier drüben lang. Ich habe die Lösung immer noch offen. Daher habe ich es gesehen. Hi. I bet you'd like to have more bombs. Kannst behalten. Also 100 Rubine ist es mir erstens nicht wert und zweitens bin ich zu broke, um das bezahlen zu können. Link, bitte geh hin und schieb. Ich muss sie erst besiegen, bevor ich schieben kann, oder wie? Was soll das denn? Die Gegner sind so scheiße, ohne Spaß. Macht ihr auf einmal einen Turm. Jetzt geht's auf einmal. Ich glaube, man muss sie wirklich erst besiegen, bevor man das verschieben kann. Was ist das denn? Jetzt krieg ich die Zauberflöte oder was? Ach, dieser Diktorgen hat Angst vor bestimmten Geräuschen. Was könnte das wohl sein? Diktorgen hieß er, ne, der hieß Diktocker. Diktocker, okay. Kranker Name. Diktocker schlägt zurück. Ich wollte erst einen schlesischen Witz machen und sagen, gräbt der Hunde aus, aber da müsste er ja Doc Dicker heißen. Ich finde, das hat es irgendwie nicht besser gemacht. Warum wollte der Typ mir dann vorhin Bomben andrehen? Gibt es da bestimmt einen Grund für? Alles zum Thema gibt es da bestimmt einen Grund für. Hier bin ich ja vorhin schon nicht weitergekommen. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier weiterkomme. Ich glaube, ich bin gerade hier. Ich bin gerade hier, da muss ich hier drüben einbrechen. Es wird wieder dunkel. Der Dungeon ist anstrengend. Nicht schwer, aber anstrengend. Nach oben oder nach da? Na, ich gehe erstmal nach hier drüben. Und noch ein paar Tipps. Diggdogger hates certain kind of sounds. War ich hier schon? War ich hier tatsächlich schon? Anscheinend schon. Da ist jetzt trotzdem ein hier das Ding. Ich muss hier schon gewesen sein. Ach, deswegen will er mir Bomben andrehen. Aber ich war da drüben schon drin, von daher was soll ich nochmal dort. Die Karte. Karte verbrannt. Oh nein, ich habe mich selbst verbrannt. Oh. Das tut weh. Das tut tatsächlich weh. Okay. Na. Lass mal stecken. Ich finde diesen schön zu besiegen hier. Und wenn sie da noch Herzen droppen, das ist doch nicht Schlimmes. Und ab nach oben. Kommt. Eigentlich kann ich mich in dem Raum fast frei bewegen hier durch die Leiter. Ja, nach oben, weil da drüben ist nichts mehr. Vielleicht haben die ja Angst vor der Flöte. Nein, haben sie nicht.
Ich bin übrigens geflüchtet, weil ich dachte, der hittet mich jetzt. Sieht so aus. Wenn ich hier drin stehe, geht das glaube ich gar nicht. Ich habe eine Idee, ich bleibe einfach hier stehen. Oh nein, da kann ich nicht hitten. Unfair. Aber die sind One-Hit. Zu meinem Erfreunis. Ich kann nur nach oben gehen. Okay. Dann ist das wohl meine einzige Option. Fuck. Zack, zack. Bin tatsächlich recht konzentriert. Hat sich aber nicht gelohnt, weil keiner von dem was getroppt hat. Wait, da geht's nach oben, da geht's nach oben, da geht's nach oben, da geht's nach oben. Ach, ich bin schon wieder ans Feuer gerannt. Da geht's nicht nach oben, okay. Hauptsache eine Bombe verschwendet. Kann man immer mal machen. Ach, da war ich doch schon. Ja, verständlich. Verständlich, dass ich da nicht hin kann. Ich will eigentlich gerne die Bomben nicht ausgewählt haben, weil ich die viel zu oft aus Versehen einsetze. Zack, und bitte droppen Herz. Ach Mann. Tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich diesen Boss besiegen werde. Zwei Herzen, genau. Das ist also Diktorong, okay. Hier ist jetzt bestimmt ein Herzensraum, hoffentlich. Herzensraum, was ist das für ein Scheißname? Ja, ich weiß, ich habe ihn mir ausgedacht, aber weiß. Invincibility! Kein einziges Herz hier drin. Okay. Da ich weiß, dass ich das sonst nicht schaffe. Guck jetzt nach. Was? And even better strategy is to place a bomb down right over. Nee, das ist mir zu anstrengend. Ich werde ihn einfach hypnotisieren und dann down knocken. Das ist mein Plan. Ich muss A drücken, aber wo ist A? Ha! Ihr verfickten Opfer. Mann, war der Boss einfach. Du. Bumm. So, das hat lange genug gedauert. Ich renne jetzt nirgendwo mehr hin. Also bis zum... Ah, fuck. Ach, Junge. Ohne Spaß. Bis zum nächsten Part.